Ja, und dort wird es wohl kaum einfacher, eine Regierung zu bilden. Michael Kretschmer will seine CDU natürlich wieder zur stärksten Kraft machen. Das ist aber alles andere als sicher. Und wenn, dürfte das allein auch nicht reichen, damit er als Ministerpräsident weitermachen kann. Wer kommt also als möglicher Koalitionspartner in Frage? Dazu hört man bisher wenig von ihm. Lieber dagegen spricht er über die wirtschaftliche Zukunft. Manuel Mehlhorn. So lässt sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer gerne ablichten. Nah bei den Menschen, heute bei der Einweihung eines wasserstofffähigen Schmelzofens der Schmiedewerke im sächsischen Gröditz. Kretschmer gibt sich als Ministerpräsident, der Wirtschaft und Klimaschutz zusammendenkt. Wir stehen zu diesem Ziel, Klimaneutralität, aber wir brauchen dafür auch die ökonomische Komponente und wir brauchen ein Neuaufsetzen dieser Energiewende. Seit der Wiedervereinigung hat die CDU in Sachsen immer den Ministerpräsidenten gestellt. Aber seit 30 Jahren geht es bei der Wählerzustimmung auch kontinuierlich abwärts. Michael Kretschmer kämpft darum, Ministerpräsident zu bleiben. Ihre Partei könnte bei einer Regierungsbildung das Zünglein an der Waage werden, Sarah Wagenknecht. Ihr Konterfei prangt auf vielen Wahlplakaten des BSW in Sachsen, obwohl sie selbst gar nicht zur Wahl steht. Der Partei geht es unter anderem um einen Waffenstillstand in der Ukraine und um einen schärferen Kurs in der Migrationspolitik. Es geht um diejenigen, die wir abschieben müssen, die einfach noch nicht integriert sind, die ihren Asylantrag hier bei uns gestellt haben und die aber kein Recht auf Asyl haben. Hier muss man schauen, dass man denen eben Sachleistungen gibt und die dann auch Hilfe zum Ausfliegen wieder bekommen. In Sachsen gab es seit der Wiedervereinigung immer nur eine Partei an der Spitze der Landesregierung, und zwar die CDU. Wie viel Hoffnung kann die sich denn machen, dass es dabei bleibt? Ja, der amtierende Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU, der führt ja aktuell eine sogenannte Kenia-Koalition, also ein Bündnis aus CDU, Grünen und SPD. Und er möchte natürlich gerne weitermachen. Deshalb haben wir die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen gefragt, wie zufrieden sie mit der Arbeit der aktuellen Landesregierung sind. Da sagen 43%, die machen einen guten Job, ich bin zufrieden. Das ist ein ganz ordentlicher Wert, vor allem jetzt im Vergleich zur Bundesregierung und zur Zufriedenheit mit der Bundesregierung. Aber eine knappe Mehrheit von 53% sagt halt, ich bin unzufrieden mit der Arbeit der Landesregierung. Und deshalb ist die Frage, wie werden möglicherweise die Sachsen in 10 Tagen dann abstimmen? Wir haben die Sonntagsfrage, wenn schon jetzt am Sonntag Landtagswahl in Sachsen wäre, gucken wir auf die Werte. Dann käme die CDU auf 31%. Das wäre etwas schlechter als ihr vergangenes Wahlergebnis. Aber sie wäre knapp vor der AfD, die wir aktuell bei 30% sehen. Damals 27,5, konnte sich also in der AfD-Hochburg Sachsen noch mal verbessern. Aber wichtig, auch hier gilt die AfD als gesichert rechtsextremistisch. Gucken wir auf die weiteren Parteien. Die Linkspartei mit 4% wäre nicht mehr im Landtag in Sachsen vertreten. Es sei denn, es würde die Besonderheit des sächsischen Wahlrechts greifen. Wenn man nämlich 2 Direktmandate erreicht, dann kann man als Fraktionsstärke in den Landtag einziehen, auch wenn man nicht 5% erreicht hat. Das ist allerdings bislang noch nie geschehen in der sächsischen Geschichte. Die Grünen bei 6%, schlechter als vor 5 Jahren. Die SPD mit 7%, auch etwas schlechter. Das BSW aus dem Stand bei 14% und die anderen Parteien bei 8%. Darunter auch die FDP, die unter 3% liegt und deshalb nicht ausgewiesen wird. Auch diese Zahlen sind keine Prognose. Sie bilden die aktuelle Stimmung in dieser Woche in Sachsen ab. Und bis zur Wahl in 10 Tagen kann sich da einiges noch tun. Wenn aber tatsächlich die Wahl so ausgehen würde, dann wäre eine Fortsetzung der Kenia-Koalition, also CDU, Grüne, SPD, auf der Kippe. Es ist nicht klar, ob es rechnerisch dann noch reichen würde. Und andere Konstellationen wären hier sicherlich auch sehr schwer zu verhandeln. Alle Zahlen und Analysen zu diesen beiden Vorwahlumfragen finden Sie wie immer im Netz unter tagesschau.de. Dankeschön, Ellen, in unser ARD-Wahlstudio. Danke nach Hamburg.